Tag auch und willkommen zu Let's Play Glücksrad Together. Gemeinsam mit meinen Freunden Jens und David zocke ich die Amiga-Version dieses Spielshow-Klassikers. Aus unerfindlichen Gründen hatten wir während der Aufnahme schrille Störgeräusche, die zum Glück nur selten auftraten. Uns sind zwar die Ohren weggeflogen, aber keine Panik, um euch das gleiche Schicksal zu ersparen, habe ich die Töne deutlich leiser gemacht. Die bückt sich auch irgendwann mal, wenn in der unteren Reihe was ist. Geht. Sind das die erotischen Erlebnisse deiner Jugend, Rat? Ich dachte das. Bei weniger als 3 Kandidaten stellt der Computer die restlichen Mitspieler. Brauchen wir nicht, wir sind 3. Wir sind genau 3. Name von 1 bin ich. Ich bin dann jetzt meinetwegen auch Rufi. Dann haben wir, in der Mitte sitzt Jens. Sag hallo. Hallo. Großartig. Und so, jetzt David. Wow, mein Real Name, Hollerö. Da habe ich jetzt ja auch drin. Ach ja, dein Real Name. Richtig. Gott. Ja, ich möchte... Boah, das ist geil animiert, ich möchte drehen. Krass. Achso, D ist drehen, V ist Vokale kaufen und L ist lösen. Alter, genau. Oh, was war das denn? Ich glaube, der Ton wird nicht richtig emuliert. Das Glücksrad ist nicht geölt. Alter! Wie den Konsonanten! Oh! Wähl ein Batman-Symbol. Euer Ernst? Hoffentlich passiert das jetzt nicht immer, das wäre eklig. Dann mach ich das aus. Da macht den Sound ganz runter dann. Achtung! Spannung? Nee. Nee, okay, war nur einmalig. Okay, ja, jetzt ist es geschmiert. Was wollte ich gerade sagen? Jetzt läuft das Rad ja. Bankrott? Nee. Ja, pass auf, für 1000 treffe ich bestimmt nicht. Nimm Kuh. Ja, unbedingt. Yes! Was war das eigentlich? Ereignis? Tier? Sache. Rechts unten steht Sache. Sache, ach, da steht das, genau. Tipp ich mal drauf. Gut, weiter geht's. Vielleicht war das erste Mal auch zu schwungvoll von mir gedreht. Zu schwung. Ah! Das klingt wie ein Feuermelder. Dreh einfach den Sound ganz runter. Das kann doch nicht dein Ernst sein. So, wie den Konsonanten aus. Ich bin völlig fertig. So, ich hab den Ton jetzt ausgemacht. Okay. Schon wieder 1000? Ist ganz schön dreist. Oh. Jens, sollen wir derweil irgendwas anderes spielen? Ja, wir trinken Schnaps oder so. Okay, cool. Ich glaube, jetzt trinke ich auch rein. Hä? Nur die Gläser raus. Okay. Nein, das wollen wir nicht. Meinetwegen. Nein, wir wollen. Das klingt so, als ob wir deine Zuschauer zum Trinken animieren würden. Ach so, nein. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir sind ein jugendfreier Kanal. Sind wir das? Also du bist einer. Bist du einer? Ich habe ein paar Videos ab 18. Oh. Bitte Konsonanten, was mache ich denn jetzt noch? Gib mir mal ein schönes R. R gibt's nicht. Jens, oh. Nein. Ist ja für Tränen hier, ne? Jo. Da wir es jetzt ja nicht hören, da sind bestimmt noch einige von diesen Fiepsern drin. Das ist geil. Das ist höchste Spannung. Die werde ich dann auf jeden Fall rausschneiden. Da freue ich mich dann wahrscheinlich in der Überraschung hinterher im Schneidprogramm. Ne? 450. Irgendwie Nordpol. Unbedingt. Kommt nicht vor. Ach, das läuft. Sieht man doch. Gut. Ich möchte lösen. Bitte? Nein, ich möchte noch nicht lösen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe einen Verdacht auf den letzten Buchstaben. X? Mhm. Mhm. Das ist genau meine Wahl jetzt gleich. Ich mach das mal. Ja, mach ich. Für 100 lohnt sich das auch. Für 200 kaufe ich mir einen Tee. Oh. Oh. Aha. Ich weiß es immer noch nicht. Nee, kein Plan. Eine Bust-Edge. Was ist denn eine Bust-Edge? Keine Ahnung, aber das passt da rein. Nee, hier hast du Umlaute wirklich als Umlaut. Ach so, stimmt. Ja, dann passt Bust-Edge nicht rein. Höchstens mit Doppel-Ä. Ach, ich glaube, ich kaufe noch ein L. Ich kaufe ja gar nicht und was da war kein L drin. Eine Lust-Edge oder was? Eine Lust-Edge. Die bitte Lust, ja, so drehen wir lustig weiter. Ich finde nochmal Bankrott, pass auf. Kann auch sein, dass ich das nicht hochlade, wenn ich da irgendwie zu viele Pieps rausschneiden muss. Ja, ist okay. Dann machen wir das aus Fun. Ich wähle mir jetzt einen Konsonanten aus und ich hätte ganz gerne das... I. Was? Das ist eine A. A. P. Oh. Aha. Ich. Aha. Oh, ich weiß es. Ah. Ich weiß es auch. Nein, du weißt es nicht. Ich dreh noch mal. Mach hin, Marin. Jetzt Bankrott. Volles Traum. Blech. Den einen Konsonanten nehme ich noch mit. Bankrott. Was glaubst du, was das ist? Wieso wird nichts mehr angezeigt? Pistache? Oder aussetzen. Gab's nicht auch aussetzen? Stimmt. Und jetzt wird was angezeigt. Achso, weil es zu schnell war. Du hast das gerade zu schnell gedreht. Wahrscheinlich. Für 600 kaufe ich ein K. Ein K? Na sowas. So.
Jetzt gibt's aber keine Konsonanten mehr. Weiß nicht, das ist eine Pist... Ketcho? Ja. So, ich möchte lösen. Ich, oh. Musst du anklicken? Okay. Nee, nicht eintippen? Jetzt. Ah, ein bisschen fester. So. Bravo! Ah, hey, gut. Man applaudiert doch auch in der Serie immer, oder? Eigentlich nach jedem Drehen sogar. Stimmt. Ach so, oh, das müssen wir nachholen. Das haben wir, glaube ich, im Ton, auch wenn wir es gerade nicht hören. Jetzt kannst du so vom Band ganz halt reinmachen. Genau. So, Action. Also Postkutsche. Die gute. Hallo? Also nicht Bast Edge. Der extra Dreh entfällt in dieser Runde. Scheiße. Runde 2. Ich darf anfangen. Geht das nicht rein um? Na, hau mal rein. Finde ich jetzt auch unfair. Nee, Jens, da meine ich doch. Ein Spruch. Achso, das geht. Hier rechts ist dein Gesamtgewinn, den du schon ja. Drauf geballert hast. Fett. So, Jens beginnt Runde 2, David darf dann 3. Mhm. Zerreißt es sich innerlich vor Spannung, Jens? Oh, 300. Oh, nee, 500. 500. Mal. Wow. Fettes S hier. Boah, einmal. Das ist bestimmt Genitiv des. Das könnte auch das sein. Oder ins. Uns. Ums, mit M. Ums, umgangssprachlich? Vielleicht, ich weiß es nicht. Jens, was drehst du jetzt? Volle Pulle. Nee, irgendwie eine Vermutung auf 750 oder... 57, glaube ich nicht. Ja, ah, das Orakel schlägt wieder zu. Schön. Ein R wie Richard, bitte. Unbedingt. Maren, lauf eine Runde. Tippel, 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 tippel. Ich würde es mal witzig finden, wenn ihr irgendwie einen Haken abbricht oder so. Das hätte mal was. Ich drehe. Ja, ich drehe am Radius hier. Am Radius? Am Radius, hm. Fette 500. Boah, nice. Hm. Ich mal ein D wie Dora. Mach das mal. Hab ich doch gesagt, das. Könnte auch das sein. Nein. Oder Dus. Was denn Dus? Weiß ich nicht. Das ist ausländisch. Ne, das wird dann noch ein bisschen schwierig zu lösen wahrscheinlich. Wenn wir bei Dus noch nicht mal wissen, welche Sprache das ist. Dauer, zack, 1000. Hm? Ein G wie Gustav. Oh Mann. Ach, na sowas. So, dann drehen wir mal. Feuer frei. Und zwar richtig voll aufs Bankrott. Lohnt sich jetzt noch nicht, ich weiß. Okay, ich drehe nie wieder volle Pulle. Nein? Nee, das dauert zu lange. Aber ich kann jetzt das überlegen. Das geht gar nicht kann. Bis zum Ende. Das ist blöd. Jetzt ist. Na doch. 100. 300. 300 ich. Möchte das N. Und N wie Nord. Einmal. Das ist schön. Bisher haben wir das R doppelt. Hm. Ich möchte ein L. Achso, dreh erst zu Ende. Für Fiona? Ich möchte ein L wie Lyra. Nein, wie Ludwig. Oh, Lyra. Du musst das Länder schon korrekt machen. Das kann ich. Deswegen kommt auch nichts vor. Aha. So, ein bisschen Schmackes. Obwohl, eigentlich hält das nur auf, ne? Na gut. Hallo. Mach inne. Und aussetzen. Oh. Applaudiert man da auch? Nee, ne? Natürlich. Natürlich wieder. Ey, aussetzen. Geile Scheiße. Wieso ist das bei Jens noch so ruhig? Ist Spannung pur. Ja. Wie kommt man? Er legt mich doch am Arsch. Ich? Was ist denn da drin? Kavi Kaufmann, nicht Kavi Konrad? Besteht der Rest nur noch aus Vokalen? Nee, Kauf, oder? Ah, da ging es sowohl als auch Gegner. Ich glaube hier nicht. Oh. Bip, bip. Warum pfippt das denn jetzt immer noch? Eigenartig. Ich möchte gerne ein haben. War das vielleicht wirklich ein Rauchmelder? Aber es klang sehr nach Rauchmelder. Hm. Aber müsste das dann nicht irgendwie dauerhaft? Ja, eigentlich schon. Nee, wenn er so Nervmitteilung hat, dass die Batterie irgendwie leer ist oder so. Toll. Aber hier ist doch null verraucht, ey. Wir haben doch eben gerade erst mal wieder gelüftet und so. Ergibt keinen Sinn. Ein B. B wie Bernd. Hurra. Yay. Was
Was ist das für ein Spruch? Ich finde, Maren Gilzer braucht Rollschuhe. Ich hätte gerne ein Tee. Tee wie Trottel. Zweimal. Wow. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe Angst, dass ich auf Bankrott komme. Was mit dir, Jens? Hast du einen Plan? Nee, überhaupt nicht. Was ist das für ein Wort? Das zweite. Mhm. Okay. Ich kriege einfach so lange Konsonanten an, bis... Ja, alles, ich habe keine Ahnung. Ich kaufe... Nee, ich kaufe nicht. Ich will ein C. Okay, kein C. Gott sei Dank. Ich dachte, vielleicht unten wäre ein CH. Ach so. Ist es nicht. Ist es nicht? Habe ich ausgeschlossen jetzt. Okay. Nee, das war nicht der... Nee. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Es ist drollig. Und ein bisschen gruselig. Das auch. Zumal ich den Ton jetzt auf Sturm habe. Für 750 entscheide ich für folgenden falschen Buchstaben das P. Das war meine Vermutung, dass das vorher kommt. Ich hab eine Idee. Ich weiß es auch. Wieso weiß ich das denn immer noch nicht? Weil du blöd bist. Danke! Was war das mit dem Karma vorhin noch? Okay, du bist doch noch mehr dran, ne? Das läuft doch bei dir. Ja, aber jetzt entscheide ich mich falsch und nerv mich aus. Toll. Ich weiß es echt nicht. Was? Da ist ein Schlauch und du stehst drauf. Oh, jetzt bin ich drauf. Gerne. Na, dann löse mal. Ich möchte direkt lösen, bevor ich hier auf Aussetzen komme. Dann tipp mal ein, beim Barte des Propheten. Verdammte Angst. Wie schreibt man das? Mit X. Hab ich doch gesagt, Genitiv. So, bitte? Ja, bitte. Bravo. Hey. Ich nehme die Spülmaschine, den Mixer, den Fernseher. Unbedingt. Und Maren. Das Bauchmuskel-Trainingsgerät. Maren gleich mit dazu? Ach, hier ist ein App-Swing oder wie hieß das nochmal? Ja, du musst nur 10 Minuten am Tag benutzen. Richtig. Ja. Ja, das sehr ist sehr schön. Noch klicken wir mal was hier. Ich weiß, dass mein Cousin sich das damals gekauft hat, dieses komische Raumschiff, was du gegen den Bauch presst. 5000, 2 Bankrott, 2 aussetzen. Kannst du gleich weitergeben, David fängt an. Ja. Vielleicht. Höchstwahrscheinlich. Sonst drehe ich jetzt gleich für dich. Einfach kurz ab. Siehst du die? Okay. Da. Ein Titel. Ein Titel. Ich möchte lösen. Graf. Nein? Nein. Nein. Was denn? Filmtitel, Buchtitel, Titeltitel? Titeltitel. 150. Ich hätte gerne ein R. R wie Richard. Das Scheibenkleister. Das kann doch nicht wahr sein. Wer nimmt denn R? Ey, das kommt in fast keinem Wort vor. Wirklich? Wirklich. Ich glaube, du hast echt. Ich nehme ein schönes S. Guck mal. Mach hin, Marvin. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Der ist zeitig. So. Ja. 300 ist okay? Dann nehme ich ein D. Ein D? Ja. D wie? D wie ganz oben für den Artikel. Ah. Du musst eigentlich die Punkte abzugeben, wenn du das nicht weißt. Dividora, Entschuldigung. Siehste. Und ein S wie Siegfried. Also wollen wir wirklich die Originale nicht so wie Divi Dachpfanne oder so? Und Dunstabzugshaube. S wie Geschlechtskrankheit. 600. S wie Geschlechtskrankheit? Naja, weißt schon, was ich meine. Aha, H wie? Hirsebrei. Heinrich ist das, ne? Wahrscheinlich. Normalerweise Heinrich, meine ich. Normalerweise ist es Heinrich. Ah, oh, da, da. Oh, so ein Pech. Ist der All? Bankrott. Oh, das ist ja egal, du hast dann nichts. Ist ja eine Nullrunde jetzt hier. Muss mein ganzes Geld wieder auf Null setzen hier. Anstrengend. So, was will ich denn gleich haben? Nur das Beste. Ja, weiter. 200 ist okay. Ich nehme ein T, T wie Theodor. Einmal, bitte. Einmal, bitte, genau. Ja, für 200 lohnt sich doch nicht.
Okay, Feuer frei. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ach. Ich hätte gern ein G, G wie ganz große Klasse. Gustavs Ganz oder sowas dann. Gustav Ganz, ah. Ich fange jetzt wieder an mit, was kommt? Nein! Titel, der. Titel. Der, die, das. Keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt so keinen Plan. Ich hätte gerne ein C. Ja gut, das ist klar. Gut, das war jetzt vielleicht für 150 ein bisschen blöd. Weil ich wusste, dass es häufiger auftaucht als einmal. Was ist denn das Mittelding da? Ja, das weiß ich auch. Komm, wir drehen nochmal eine Runde. Den Rest haben wir alle, ja? Ja, ja. Ja, das ist ja nicht ganz so schwer. Ach so. Gut, das obere ist jetzt auch klar. Ergibt sich aus dem unteren irgendwie. Ja, tatsächlich. Ich kaufe ein M. Ach Quatsch, ich kaufe nicht. Ich will ein M haben, kriege ich nicht. Da ist kein M drin, Mann. M wie Maren, du doofe Kuh. So, oh, gib mir ein M. Ein M wie was? M wie Maren, du doofe Kuh. Maren, oh. Doofe, was zum... Wir nehmen Konsonanten aus. Ich hätte gerne ein P wie Popokatepedel. Kommt aber nicht drin vor. Wieso nicht? Wahrscheinlich schon. Das ist ein Fehler im System. Das wird sein. Was ist denn P nochmal im Original? P wie... Peter? Nein. Paul? Nein. Pumuckl? P wie Paul? War das richtig? Nein. Ich Jens? Weiß es nicht. P wie... P wie was? Jens? P wie Paula. Paula war es, glaube ich. Das kann sein. Ich kaufe mir mal ein U. Kauf man jetzt nicht. Kaufen nee, ein Usa. Ist er ja nicht. Guck mal, ich kriege auch kein Fell für. Nee. Ah, oh, habe ich zwei... Guck mal, zwei mal. Okay. Fett, krass geile Scheiße. Wenn du einen Vokal was? Kaufen willst, musst du unten auf V drücken. Der. Dafür werden dir, glaube ich, 300 D-Mark abgezogen. Was ist denn das jetzt? Ich hab's. Ich auch. Ich stehe gerade am Schlauch. Ich möchte auch lösen. Ich möchte lösen. Ich dreh nochmal. Ich möchte lösen. Ich möchte viel mehr lösen. Nein, ich will lösen. Ich glaube, ich möchte lösen. Hör auf. Ich möchte zwar viel mehr lösen als wie du. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Boah, darf ich dir einen Tipp geben? Tipp doch. Kuh. Was? Was? Erkennst du das nicht, oder? Warum machst du das? So rum? Ja, ne? Willst du einen Ludwig oder was? Oh, es war zu spät. Oh, oh nein! Ich möchte gerne lösen! Nein! Doch, ich löse jetzt. Das ist nur 59, du Nudel. Axt, Mann! Ist mir doch egal. Was soll ich denn eintippen? Tipp mal ein. Die unendliche Geschichte. Toll. I-E-U-E-L-I-E-E. IE Enter. Bravo. Bravo. Bevor ich hier auf Bankrott komme. Ich fand's gut, dass du jetzt gelöst hast. Damit habe ich nämlich die meisten Punkte am Ende von Runde 3 und bin im Finale. Du hättest noch ein paar Punkte erdrehen müssen. Kriegen die extra Punkte, weil ich es gelöst habe? Nee, nein. Krieg ich nur die 950? Ja, sicher. Krieg ich es nicht verdoppelt, weil ich so toll bin? Das sowieso nicht. Was? Das ist ja ein doofes Spiel. Ich finde Bombe. Aber ja, kriegen wir. Dankeschön, wir sind alle drei im Finale. Los, Keuner, ihr dürft mir helfen, ich habe ja eh keinen Plan. Kaufst du auch das Ernstel? Erstmal müssen wir uns für einen Preis entscheiden. Ein Wohnwagen im Wert von 9.749 D-Mark, ein Rennmotorrad im Wert von 15.399 D-Mark oder eine Reise nach Indien. Wieso ist die Reise nach Indien so scheiße teuer? Ist das eine Reise nach Indien für drei Personen? Ja, aber ich bin fürs Motorrad, dafür kriegen wir bei eBay am meisten. Ach so. Du kannst auch das Rennmotorrad und den Wohnwagen nehmen und damit nach Indien reisen. Also, genau. In Theorie. Also... Wir nehmen das Motorrad. Also ich hätte gedacht, wir reisen zusammen nach Indien, aber dann hol dir ein Motorrad. Dann fahren wir zusammen nach Indien. Machen wir ein bisschen Urlaub. So, das Rätsel ist aus dem Bereich Gruppe. Du hast die Chance auf einen weiteren Gewinn von 12.088 D-Mark. Hier, jetzt 5 Konten. Nehmen wir das Ernstel? Wir nehmen Ernstel. Achso, nee. Nein, geht doch. Sag ich doch. Und nee. Und ein Vokal. Bim, bim, bim. Ja. Boah, ja. Läuft. Okay. Ja, fast gelöst. Hin, oder? Eine Gruppe. Bereich Gruppe. Bereich Gruppe ist auch ungefähr alles. Rentner. Geht nicht. Reiter. Nee. Nee, S und T ist nicht vorhanden. Ah ja, stimmt. Der Reiserand. Reifer. Nee, S ist ja weg. Kriegen wir das echt nicht gelöst? Nö, kein Motorrad für uns. Kacke. Oh, was ist denn das? Das war's. Re.
Leider falsch. Wir haben doch gar nichts gesagt. Das macht nichts. Regierung? Was? Das ist eine Gruppe oder was? Aber ich weiß auch nicht. Die Regierungsgruppe. Toll. Habt ihr in der Schule niemals eine AG gehabt? Die Regierungs-AG? Als Freizeitprojekt? Gottes Willen. Nach der sechsten Stunde, nein. Das macht sowas man auch nicht in seiner Freizeit. Leider wurde nichts aus dem hinzugewinnen. Es bleibt damit bei 7.054 D-Mark. Geil. Super, sie sind so in den 10 Besten. Wow. Krass. Da, guck an. 25.000, Thomas, was geht mit dir? Das stimmt irgendwann nicht mit dir. Ingeborg. Ingeborg? Da waren ja lustige Namen bei zum Teil. Ja. Spassig. Ja, falls ich das tatsächlich verwenden kann, dieses Aufnahmematerial, wollt ihr euch noch verabschieden? Ja, ich verabschiede mich. Ja, ciao. Schön. Ja, war super. Toll. War ein Traum. Mario macht das gut. Hat euch das so viel Spaß gemacht, dass ihr noch eine Bonusrunde raushauen wollt? Das ist aber Spiel. Ich fand es auch witzig. Kurzweilig, ging schnell.